Moin, da bin ich wieder zurück aus der Urlaubspause. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, als eigentlich geplant war. Und naja, jetzt geht's jedenfalls weiter auf der neuesten Version. Mit einem neuen Spielstand, den ich wiederhergestellt habe. Und ja, ich zeige euch einfach mal erstmal die Mods, die ich drin habe. Denn da hat sich jetzt wieder ein bisschen was geändert. Ich weiß nicht, ob ich die jemals gezeigt habe. Ich glaube nicht. Jedenfalls zeige ich sie jetzt. Ja, da gibt es erstmal zu sagen zu dem Bild, was man hier sieht. Das ist dieser Mod, der bringt Farbfotos rein. Und ich habe festgestellt, dass da auch Promis dabei sind. Ich weiß nicht, vielleicht sind sogar alles Promis. Also sollte ihr jemand diese Person kennen, würde mich interessieren, wer das ist, wenn das ein Promi ist. Wenn nicht, dann bin ich froh. Wenn es doch ein Promi ist, dann, naja gut, ich will nicht unbedingt ein Promi sein. Ich will ein LKW-Fahrer sein, in diesem Spiel jedenfalls. So, also gehen wir jetzt einfach mal hier durch. Ja. Man kann sich das ja anhalten, und sollte es zufällig irgendjemanden geben, der sich ein bisschen besser mit Mods auskennt als ich, Zwinker, Zwinker, dann kann er ja mal was dazu sagen, falls da vielleicht Mods sind, die, wo man auf was Bestimmtes achten muss oder die unnötig sind oder wo ich halt was dazu wissen muss. Ja, aber so scheint es zu funktionieren, wie ich das hier bis jetzt habe. Und ja. So, nur bin ich halt nicht bei allen sicher, ob sie auch wirklich funktionieren. So, und falls es auch welche gibt, die ich nicht verwenden darf oder so, weil da habe ich schon öfter gehört, dass es da irgendwie Probleme gibt, würde ich davon gerne auch was wissen, denn schließlich will ich ja keinen Ärger kriegen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich gehe mal hier auf Anwenden und dann machen wir mal auf Fortfahren. So, das Spiel wird geladen. Also wie gesagt, Spielstand ist hergestellt. Ich bin in allen Städten mal gewesen, habe die Werte für Kilometer, Erfahrungspunkte und Geld wiederhergestellt. Also der Scania, den wir da hatten, den alten, den gibt es leider nicht auf der neuen Version. Deswegen habe ich das Geld zurückerstattet und hier draufgelegt. Und dann kaufen wir uns diese Folge einen neuen LKW. Und ja. Es gibt so viel zu erzählen, das werde ich einfach die Folge machen. Erstmal kaufen wir uns einen LKW. Ja, ich habe einen neuen, auch das Spiel nochmal neu installiert, weil es da ja letztes Mal Probleme gab. Also wir gehen hier nach Hannover. Und bis jetzt ist dieses Problem noch nicht zurückgekommen und ich hoffe, dass das mal so bleibt. Ja, wir werden uns jetzt einfach einen billigen LKW zusammenstellen. Denn ich will nicht viel Geld für den LKW ausgeben. Na gut, einen guten Motor werde ich schon anschaffen, ne? Das ist klar. Denn das, was wir da in Griechenland erlebt haben, will ich nicht noch mehr erleben. Ja. Also stellen wir uns einfach mal hier so ein Scania zusammen. So. Das können wir alles so lassen. Also ich will jetzt, wie gesagt, nicht so viel Geld ausgeben, denn ich will die Firma möglichst schnell vergrößern. Was mir wichtig ist, ist hier ein guter Motor und ein gutes Getriebe. Und der Rest ist mir eigentlich mehr oder weniger egal. Da könnten wir eigentlich auch Geld für ausgeben, aber ich lasse das jetzt einfach mal. Da lasse ich hier einfach mal das Günstigste. So, hier ist ja logisch, wenn man Werbung macht, dann ist das Ganze natürlich günstiger. Klar, 5 Euro sind doch gerechtfertigt. Wir machen ja hier Werbung für jemanden. Und finde ich auch nicht verkehrt, Werbung zu machen, denn was der macht, finde ich richtig gut. So, dann bauen wir einfach mal Teile ab, die wir nicht brauchen, damit wir den möglichst günstig machen. Also, ja. Ne? Also hier überall das Günstigste nehmen, denn ich will nicht viel Geld für den ausgeben. Später können wir natürlich Geld rausschmeißen ohne Ende, aber ich will eher da erstmal möglichst schnell eine Firma aufbauen und Angestellte haben und so. Und ja, dafür bin ich erstmal sparsam, oder? Was wollen wir denn hier für Reifen nehmen? Hier gibt es so drei verschiedene: Michelin, Goodyear und Bridgestone. Komm, nehmen wir einfach mal Michelin. Oh, Michelin oder Michelin oder wie auch immer. So. Ich glaube, das ist soweit fertig. Haben, glaube ich, alles. Joa. Ich glaube, können loslegen. Gut, dann kaufen wir uns jetzt den ersten LKW. Bestätigen. So. Den kaufen wir uns jetzt. Kaufen. Wir sind unter dem LKW, warum auch immer. Wir danken für den
Wir danken Ihnen für den Kauf Ihres ersten LKW bei uns und würden uns freuen, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht irgendwann, aber erstmal nicht. So. Denn ich habe mir vorgenommen, erstmal von jedem LKW einzukaufen, bevor wir einen doppelt haben. Wir wollen ja ein bisschen Vielfalt haben, ne? So, das ist hoffentlich bald geladen, ja. So, hier können wir uns erstmal den neuen LKW betrachten. Natürlich mit der Frenkel-Frotzelt-Fan-Lackierung. Wie gesagt, wir machen Werbung, deswegen haben wir, machen Werbung für den Kanal, deswegen haben wir die Lackierung natürlich extra günstig gekriegt. Ist ja nachvollziehbar. Machen wir halt ein bisschen Werbung, ist ja auch nicht schlimm, oder? Ich meine, die meisten, die hier meine bescheidenen Let's Plays da sehen, die werden ihn ja sowieso wahrscheinlich kennen. Oh, ich habe das Automatikgetriebe noch drin. Das sollte ich natürlich rausnehmen. Ich suche ja die Herausforderung, wie wir alle wissen. Moment, war das Gameplay? Ja, genau. Das stellen wir jetzt um auf sequenziell. Ach ja, den Geschwindigkeitsbegrenzer mache ich auch rein. Ich habe das halt alles so gemacht, damit ich möglichst schnell den Spielstand wiederherstellen kann. Habe ich die letzten Tage dafür investiert. So. Und jetzt werden wir mal im Frachtmarkt einstellen, dass wir nur in Frankfurt Aufträge nehmen werden. Und nein, nicht die kürzeste Streckenlänge, sondern den höchsten Preis pro Streckeneinheit. Und dann suche ich mir mal was raus, denn ich hatte ja letztens eine Umfrage gemacht vor der letzten Folge. Und da habe ich ja gefragt, wo wir hin wollten. Und da haben sich welche für Spanien ausgesprochen, für die Niederlande und für Großbritannien. Wenn eins davon dabei ist, dann werde ich das nehmen, damit mindestens ein Wunsch erfüllt wird, denn ich habe diverse Wünsche nicht vergessen. Und ich sehe, Großbritannien ist dabei, deswegen fahren wir jetzt nach Großbritannien. Die meisten. Oh, wir fahren sogar durch die Niederlande, haben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Perfekt. So, das nehmen wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was? Huch, wir rollen ja. Ja, man rollt jetzt auch, ne? Oh, ich merke gerade. Es ruckelt so ein bisschen, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, die Bildwiederholungsrate ist gerade nicht so hoch. Naja, egal. Also, jetzt hoch. Ja, wie man sieht, ich habe auch einen schönen Traffic Mod drin. So. Huch. Ja, das ist ein Unterschied, wenn man jetzt auf einmal über 800 PS fährt. Wenn man vorher 230 gefahren ist. Das geht aber schnell. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. An diese Geschwindigkeit. Komme ich mit dem Schalten gar nicht hinterher. So. Biegen wir auf den Firmenhof ein. Ja, hier habe ich auch einen Mod für das Ersetzen der Symbole durch Menschen. Fahren wir jetzt einfach mal den Typen hier um. Dann, wenn wir den umfahren, bietet er uns einen Auftrag an. So. Ja. Ach, war er da hinten? Ich glaube, der ist da hinten, ne? Genau. So. Huch. Also ich glaube, der Motor ist mir ein bisschen zu stark. Huch. Wow, ich mache das mal hier aus der Sicht, dann ist es nämlich ein bisschen leiser. So. Stopp. Ankoppeln und los geht's. Also ich muss jetzt mal gucken, ob man diese niedrige Bildwiederholungsrate auch im Video sieht. Dann werde ich da nochmal an den Grafikeinstellungen noch ein bisschen was runterschrauben. Denn die Skalierung, hoch, wir hängen hier irgendwie fest. Schaden zum Glück noch keinen. Denn die
Skalierung, die frisst ziemlich viel Leistung, glaube ich. Und ja, wenn das dann, wenn man das auch im Video merkt, dass es so ein bisschen stockt, die Bildwiederholungsrate, dann werde ich da ein bisschen, wir können ja weiterfahren, werde ich da ein bisschen was runterschrauben. So. Ja, da ist wieder eine Ampel. Jetzt wollte ich gerade anfangen, was zu erzählen. So. Also, ja, gibt viel zu erzählen. Ich habe ja schon, das letzte Video ist, glaube ich, schon über einen Monat her oder so. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall schon eine Weile her. In der Zeit ist viel passiert. Es hat angefangen mit dem Urlaub. Da war ich im Bayerischen Wald. Dann war ich auch noch auf der Gamescom. Und ja. Mal sehen, was ich alles so erzähle. Also sag einfach mal das, was mir einfällt. Zuerst mal der Grund, warum ich so lange keine Videos gemacht habe. Das liegt einfach daran, dass ich nicht so viel Zeit hatte. Uah! Wieso hält er mitten auf der Straße an? Okay, würdest du bitte fahren? Danke. Also, ich hatte nicht wirklich die Zeit dazu und es ist, wie gesagt, es ist auch schwer, erst mit den Anfang zu machen, denn ich hatte auch nebenbei in meiner Freizeit andere Sachen gemacht und ja. Ach ja, was ich auch noch sagen kann, ich habe die Videobeschreibung aller Videos geändert. Ich habe nämlich da jetzt etwas hinzugefügt, und zwar erstens ist bei den Euro Truck Simulator Videos die neueste Version der Modliste vom Werten Dasi verlinkt. Dann habe ich jetzt auch noch mir, also Twitter-Account habe ich schon länger gehabt, habe ich nur noch nicht verlinkt, und den habe ich jetzt aber verlinkt. Und eine Facebook-Seite habe ich auch erstellt und verlinkt. Das heißt jetzt nicht, dass ich da auch wirklich aktiv sein werde. Ich wollte nur schon mal eine erstellt haben, falls es da irgendwas mal zu machen gibt, ne? Also ihr erwartet jetzt nicht, dass da jetzt regelmäßig irgendwie was kommt. Aber ich habe halt das alles schon mal erstellt. Ja, um das erstellt zu haben. Denn es kann ja nicht schaden. Also twittern werde ich vielleicht mal ab und zu mal. Ich weiß nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Jedenfalls habe ich es erstellt und es gibt es jetzt. Wer will, kann mir folgen. Wer will, dem kann ich gefallen. Und ja. Ach ja, mir fällt auch gerade ein, was ich vergessen habe. Und zwar die Musik anzumachen. Jetzt ist das Video aber auch schon fast vorbei. Mir ist das jetzt relativ egal. Also ich werde jetzt die Musik nicht mehr anmachen. Ich versuche in der nächsten Folge dran zu denken. Ja. So. Ja. Also. Huch, ich wollte gerade rüberfahren, da kommt jetzt auf einmal so ein Porsche an. Ich hoffe, da ist jetzt sonst keiner. So. Ich habe genug zu erzählen, aber weiß nicht, womit ich anfangen soll. Das ist auch mal ein anderes Problem, was ich sonst eigentlich weniger habe. Ich kann einfach mal vorne anfangen mit dem Urlaub im Bayerischen Wald. Der ist so am längsten her, da habe ich wahrscheinlich schon am meisten vergessen. Ja. Aber ich glaube, das werde ich mit der nächsten Folge anfangen. Denn ich merke gerade, die Folge neigt sich langsam mit dem Ende. Wir haben weniger als eine Minute noch Zeit. Ja. Wie immer. Freut es mich, dass ihr das Video angesehen habt. Ach ja, und was mich noch viel mehr freut, ist, dass ich so allem Anschein nach keinen Abonnenten verloren habe durch die lange Untätigkeit, sondern sogar 5 neue Abonnenten gewonnen habe. Das freut mich natürlich riesig, dass ihr so eine Geduld habt. Ja, und ja, wie immer, ihr könnt das Video positiv bewerten, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, bewertet ihr es negativ. Und ja, ich.
Kommentare schreiben mag ich natürlich und ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.